Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac Rebirth. Beim letzten Mal ist uns ja irgendwie The Lost flöten gegangen, nachdem wir, ich weiß es inzwischen, Judas Shadow aufgenommen haben. Der hat dafür gesorgt, dass wir beim letzten Tod dann zu Judas geworden sind. Es wäre trotzdem noch ein fast sinnvoller Run geworden, da wir den Himmel bzw. die Chest mit Judas auch noch nicht geschafft hatten. Hat leider dann doch nicht sein sollen. Und ich würde sagen, wir versuchen es einfach nochmal mit The Lost und schauen mal, wie weit wir denn dieses Mal kommen. Geplanterweise ein bisschen weiter. Wir haben ja ein bisschen Erfahrung zumindest gesammelt. Zum Beispiel die Tatsache, dass wir einfach, das sieht ja lustig aus, der Isaac da gerade hatte irgendwie Flügel am Kopf. Also wir wissen, dass wir Devil Deals einfach so einsammeln können, das ist ganz cool. Jetzt muss ich natürlich aufpassen, dass er mich nicht direkt irgendwie mit irgendwas trifft. Das Problem ist, der wird nichts Sinnvolles für mich haben, da der ja normalerweise irgendwie Herzen und so Quark droppt, genau. Die werde ich nicht einsammeln. Ich habe mir da mal ein bisschen Gedanken gemacht und auch ein bisschen nachgelesen. Es macht natürlich Sinn, sowas nicht einzusammeln. Auch Items, die ich überhaupt nicht benutzen kann, sollte ich natürlich nicht einsammeln, denn die könnte ich ja theoretisch noch verwürfeln, falls wir irgendwie einen Würfel kriegen. Die kann ich verwürfeln, wenn ich einen Würfel habe. Macht irgendwo Sinn. Und deshalb kann man das ja durchaus so tun. Ein Health haben, naja, das bringt mir natürlich überhaupt nichts. Ein bisschen traurig gerade. Aber gut, was will man machen? Puh, ich kann mich jetzt hier so reinstellen. Dann kommen die da rein. Und dann gehe ich wieder raus. Und dann gehen die wieder raus. Hehe. Oh, cool. Dankeschön. Das war schön. Das hat er gut gemacht. Dass er da gestorben ist und explodiert ist. Und überhaupt. Flup, schieben wir das mal weg. Und da ist eine Bombe. Eine große Bombe. Ist das ein Mega-Dings oder ist das... Das ist Mr. Mega. Mr. Mega macht aber nur größere Bomben. Das ist ganz schön. Die nehme ich gerne mit. Warum nicht? Kann man... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist gar nicht gut. Verdammt. Okay. Es ist früh morgens. Ich muss jetzt mal wieder ein bisschen reinkommen. Da ist eine... Da war eine große... Große Tür mit... Brettern vor. Oh, oh, was haben wir denn da? Eine Treppe nach unten mit einer Kiste. Na, okay, eine Kiste, ein Item wäre mir lieber gewesen. Es ist immerhin eine Bombe drin. Ich bräuchte zwei Bomben, um in den, um da hinten noch reinzukommen. Was ist, ist das nicht Ipekak? Oh, das kann aber gefährlich werden. Nee, das ist der Rubber-Zement, okay. Das sind die komischen Bouncy-Tiers. Das ist natürlich auch nicht schlecht, eigentlich. Finde ich tatsächlich gar nicht schlecht. Muss man natürlich aufpassen, dass man nicht irgendwie sich selber trifft oder so. Beziehungsweise den Dingern ausweicht, weil man Angst hat, man trifft sich selber. Das ist natürlich dann gefährlich. Oh Gott. Viele von den Mistfliegen, das schon wieder sind hier. Das sind zumindest nicht die, die noch in Tränen explodieren. Immerhin das. So. Oh Gott. Was mir eigentlich ganz lieb wäre, wären tatsächlich noch mehr Bomben. Ich würde in den Raum da hinten ganz gerne rein. Wobei man dazu sagen muss, dass ich das... Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Also wie ich da gerade ausgewichen bin, ich möchte mal anmerken, dass das extrem gut war. Mit zwei Bomben hilft mir der andere Raum da hinten leider noch nicht. Da bräuchte ich, oh Gott, mindestens drei für. Damit ich dann auch den Teppich kaputt machen kann. Wenn da denn einer hinter ist. Ja, muss aber gar nicht. Ich könnte natürlich auch die blauen Steine aufmachen. Wobei da ja, da sind halt Bomben drin unter anderem. Und teilweise dann noch... Na, ich gehe da oben in den Raum mal rein. Wir gucken mal. Da kann natürlich ein Stein drin sein. Das wäre natürlich ziemlich cool. Für zwei... Ich gehe jetzt hier rein. Ich kann mich gerade nicht so richtig entscheiden. Wahrscheinlich ist das jetzt dämlich und jetzt brauche ich hier wirklich noch dann eine dritte Bombe, damit mir das was bringt. Ja, natürlich. Wäre ja auch zu einfach gewesen. Dammit. Wäre es natürlich sinnvoller gewesen, wenn ich die Steine aufgemacht hätte. Aber das kann man vorher nicht wissen. Es hätte ein Spacebar-Item drin sein können, das ziemlich gut ist. Irgendwas, was zum Beispiel ein Schild gibt oder so. Oh Gott. Zwei von den Typen. Ja, ich schäme mich ein bisschen. Curse of the Lost übrigens. Ist eigentlich interessant, dass das jetzt ist der Curse of the Lost. Wir sehen nichts.
dachten, wir sind so lost. Fliegen ist ziemlich gut in den Räumen hier, in diesem Raum. Flup. Ich weiß leider nicht, was der macht, wenn er stirbt. Das heißt, da sollte ich das vielleicht ein bisschen vorsichtiger machen und vielleicht von hier oben oder so. Wenn der irgendwie explodiert in Tränen oder so. Genau so. Dann könnte das nämlich Probleme geben sonst. Oh Gott. Mach bitte schnell das Feuer aus, bevor der komische Mist baut. Die können manchmal auch extrem weit plötzlich springen. Da muss man auch aufpassen. Ein bisschen. Ein bisschen. Geh kaputt. Du bist doch. Snizzle, Mensch, jetzt musst du aber wirklich mal aufpassen. Das kommt davon, wenn man vor seinem ersten Kaffee spielt. Kann ja nichts werden. Aber er ist noch heiß, deswegen kann ich gerade nicht ihn trinken. Also langsam ist gut, jetzt müssen wir mal wirklich ordentlich spielen. Envy, natürlich, geht direkt wieder. Die Runs mögen mich heute nicht. Zugegebenermaßen bin ich gerade nur an Müll gestorben bisher. Und einmal total awesome ausgewichen. Das sollte man vielleicht auch dazu sagen. Das, was ich in dem einen Raum da gemacht habe, war schon ziemlich skilled, finde ich persönlich. Habe ich mir nichts vorzuwerfen. Na komm, dann töten wir jetzt halt. Na, ich will jetzt wenigstens. Ach, dammit. Das funktioniert nicht so, wie ich das gerne hätte. Ich darf nicht so viel. Shit. Ich darf nicht so viele gleichzeitig töten hier. Können wir jetzt bitte erstmal den Kleinen da vorne? Danke. So, und dann machen wir jetzt den da. Geplanterweise wenigstens. Oh oh, oh oh, oh oh. Na, ich schieße jetzt echt vorsichtig gerade, dass ich nicht zu viele davon töte. Oh, das war der falsche. Zugegebenermaßen wollte ich eigentlich den anderen, aber passt schon. Und solange der andere nicht auch noch aufgeht, ist das alles okay. Pong. Pong. So. Schubdawup. Blark. Halte ich es nicht für ein wahnsinnig tolles Item. Grundsätzlich gegen die natürlich toll, wenn man sie denn ordentlich treffen würde. Tut man aber nicht. Also ich tue das nicht. Sagen wir mal so. Kabum. Eine explodierende Spinne. So. Ist eine Pille drin. Was haben wir denn da Schönes? Es ist schon wieder ein Health-Up. Das gibt's doch nicht. Das Spiel hasst mich doch. Uah. Nein! Nein! Geh weg, geh weg! Gott, ist das gefährlich. The Lost ist nicht gut für mein Herz. Oh, gute Güte. Finde ich nicht in Ordnung. Finde ich gar nicht in Ordnung. Das Spiel möchte mich gerne abmurksen. Hart. Komische Spinnenpötte. Pinöppel. Dinger. Das ist schon wieder ein Helfer. Na toll. Was soll ich denn mit dem Mist? Kann ich nichts mit anfangen. Toll. Dankeschön. Damit auch nicht. Ja. Da ist wohl der Boss. Den Itemraum noch nicht gefunden. Der müsste ja dann da unten sein. Sehr viel größer kann das Stockwerk eigentlich nicht sein. Das heißt, das hier sind aber viele blaue Steine gerade, ne? In einem normalen Run würde ich mich jetzt hart erstens freuen, zweitens ärgern, weil ich keine Bomben gefunden habe. Aber immerhin hätte man dann was davon oder könnte potenziell was davon haben, sagen wir mal so. So. Ein Schlüssel, immerhin. Was haben wir da? Das ist die Feder. Kann die mir selber Schaden machen? Ich glaube nicht, ne? Schubdawup lädt schneller auf. Ich nehme mal Schubdawup. Ach so. Ich wollte gerade sagen, da oben könnte ein Geheimraum sein. Das ist aber sowieso egal, weil ich habe keine Bomben. Und wenn ich Bomben hätte, würde ich wahrscheinlich die blauen Steine dafür aufmachen. Mist. Einmal pinnen. Schubdawup! Das macht überhaupt keinen Schaden, kann das sein? Da macht ja ein normaler Brimstone mehr Schaden. Das ist ja lächerlich. Vielleicht sollte ich doch den komischen... die komische Feder mitnehmen. Oh Mann. Oh, da ist er schon wieder. Hallo. Ich mache so insgesamt recht wenig Schaden gerade, habe ich das Gefühl. Ja.
Warum kam er denn jetzt da raus? Der soll eigentlich da rauskommen, wo er reingesprungen ist, finde ich. Macht er eigentlich auch meistens, ne? Also zumindest bei dem macht das. Bei dem nicht immer. So. Das ist ein Gürtel. Was macht denn der Gürtel? Der macht Speed. Na toll. Also so richtig sinnvoll war das erste Stockwerk bisher jetzt nicht. Na toll. So, erstmal einen Schluck Kaffee jetzt. Ist zwar noch warm, aber das steigert meine Aufmerksamkeitsfähigkeit, glaube ich, ein bisschen. Und ist damit wahrscheinlich ganz sinnvoll. Hätte ich vielleicht doch noch die Feder holen sollen, ich weiß es nicht. Eigentlich mag ich, also Schubtawupen mag ich ganz gerne, ist vielleicht eine blöde Aussage. Oh, Paralyse. Der Schuss ist halt toll, ne? Weil er geht durch Kram durch und so. Wenn er natürlich keinen Schaden macht, hilft es wenig. Oh. Nein! Wow. Wenn da jetzt Spinnen rausgekommen wären, wäre ich wahrscheinlich gestorben. Oh. Sticky Babies. Ein komischer Verlangsamungseffekt. Naja, ist gar nicht so schlecht. Vor allem, weil er auch fliegt, so wie ich. Das heißt, ich kann mich irgendwo draufstellen und dann verlangsamt er da so Gegner. Ist vielleicht gar nicht so schlecht. Naja, so nicht. So hilft das natürlich nicht. Oh, und da kommen mir Spinnen raus. Da war was. Ja, ich habe keinen Schlüssel. Oh Gott, ich will nicht. Gar nicht schlecht gegen den. Gar nicht übel. Er kommt nämlich nicht weiter. Muss man natürlich wissen, sonst läuft man noch in den Reihen. Das ist gefährlich, sowas. Ich habe eine Bombe. Jetzt ist die Frage, möchte ich? Ich glaube, ich möchte. Jo, ich möchte. Na toll, es sind nur blaue Herzen drin. Nehme ich natürlich nicht mit, hatte ich ja eingangs erwähnt. Vielleicht, also wir können ja möglicherweise noch einen D20 kriegen. Es ist gar kein D20, den ich dafür brauche. Es ist ein D, schieß mich tot. Ein, D100? D100, glaube ich, den man dafür braucht. Um solche Items zu überwürfeln. Eine Karte. Der Mond. Der Mond war der Geheimraum, ne? Den nehmen wir mal gerade. Oh, gibt's Geld. Guck mal. Nicht allzu viel. Lohnt sich auch gar nicht so. Das ist jetzt schlecht. Was mache ich denn jetzt? Ich komme hier nicht wieder raus. Ich bin tot. Das ist ja scheiße. Also ganz ehrlich. Jetzt geht das ausgerechnet da auf, wo ich nicht wieder rauskomme. Das ist doch gemein. Das ist doch richtig gemein. Boah. Fies. Wie unglaublich fies. Fies. Gerade kurz überlegt, ob ich das mit den Fässern mache. Ja, das war auch nicht so glorreich. Komm, jetzt sind wir mal wieder mal ordentlich hier, das Ganze. Ich jetzt mal ganz kurz, genau, jetzt kommen die hier. So, dass die alle dahin gelaufen kommen und dann möglichst viele explodieren. Das war der Plan zumindest. Hat nicht so toll funktioniert. So, machen wir das Ganze nochmal. Hallo. Na gut, dann explodiert zumindest einer. Immerhin, besser als gar nichts. So, auch. Ich weiß nicht, was mit dir ist. Was machst du, wenn du stirbst? Gar nichts, okay. Ein Schlüssel. Und Wrath. Ne, Wrath gefällt mir nicht. Gibt mir allerdings immerhin Bomben am Ende. Wenigstens. Irgendwas Bomben-related. Haha. Noob, du. Noob. Stirb. Friss Bomben. Deine eigenen am besten. 3 Stück gibt er mir. Und die Lovers-Card. Die Lovers-Card ist natürlich totaler Müll. Wobei, ich hätte sie mitnehmen sollen, wenigstens. Da hätte ich nämlich auch möglicherweise noch was da gehabt bei Bedarf. Töten wir erstmal den Kleinen. Der stirbt. Oh Gott. Das war close. Ich glaube, der da explodiert, oder? Ich glaube fast. Sicher bin ich mir nicht. Ich bleib mal auf Abstand. So, eine Münze gibt's. Was denn? Ja, das kann ich natürlich nicht benutzen, ne? Da sterbe ich ja. Toll. Schön den Finger von der Taste nehmen, Snizzle.
Das geht schief sonst. Oh, ich brauche ein neues Spacebar-Item, möglichst dringend, damit ich das versehentlich drücke. Ach. Wie gemein. Ich fände das ja ehrlich gesagt ganz cool. Schade. Wenn wir das irgendwie so hätten hinkriegen können, dass du den Geheimraum da möglich, also falls deiner ist, den frei machst. Kriegen wir aber leider nicht hin. So, was richtig cool wäre, wäre eigentlich ein Holy Shield. Für The Lost. Das war's schon, ne? Super. Wäre ein tolles Stockwerk gewesen. Arg. Famine. Ja, Famine gibt immerhin einen Cube of Meat. Den kann man durchaus gebrauchen. Den nimmt man gerne. Wenn man Famine überlebt, sollte man natürlich auch dazu sagen, ne? So wie ich gerade spiele, ist das nicht unbedingt gegeben. Hä? Ja, der kommt noch weit nach vorne gerade. Mistvieh. Mach nicht so viele Fliegen, was ist denn da los? Auf damit. Hallo. Fall in die andere Richtung. Oh oh. Tut er sogar. Das ist ungewöhnlich. Immer nur ein kleines bisschen ausweichen. Nicht zu viel. Die Schüsse teilen sich nach hinten hin genug. Muss es mit dem Ausweichen wieder hart lernen, ne? Sinnvolles Ausweichen und so. Okay. Dann gehen wir erstmal in den nicht ganz so großen Raum. Oh Gott. Sich random bewegende Gegner sind für The Lost echt nicht schön, weil da kann man wirklich mal ziemlich versehentlich halt reinlaufen. Beziehungsweise versehentlich schlecht ausweichen oder so. Irgendwas passiert da. Sehr schnell. Und das ist dann gefährlich. Random schießende Gegner gehören natürlich auch irgendwo dazu. Ich glaube, ich mache jetzt tatsächlich... Komm, wir machen auf, weil dann kommen die raus. Und das ist okay. Dann weiche ich einfach in eine Richtung aus und dann passt das. So. Machen wir erstmal die da in der Mitte zum Teil. So. Erstmal die Schießenden. Weil sie random schießen. Das ist gefährlich. So. Schüssel gibt es dafür immerhin. Wir haben zwar schon welche, aber passt schon. Ja, wenigstens ein Spacebar-Item. Das, ja, das kann mir wehtun, aber es muss nicht. Sagen wir mal so. Das andere war irgendwie gefährlicher. Ein gefährlicheres Spacebar-Item. Eieieiei. Da war ich aber knapp zu langsam. Also, da wäre ich knapp zu langsam gewesen. Ich war doch da oben. Nur weil zu langsam sind. Oh, ein XL. Erstes Stockwerk. Toll. Früher waren die gut. Inzwischen sind die nicht mehr so toll, oder? Warte mal. Nee, Moment. Ich brauchte jetzt tatsächlich für beide Itemräume keinen Schlüssel mehr, oder? War das früher so? Bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. So. Stirb. Jetzt kommt eine große Spinne raus. Die ist böse. Möchte, glaube ich... Ich geh erstmal kurz hier rein. So, was ist das? Was war das? Das Doctor's Remote. Das ist für mich ja immer eher so ein Geheimraumöffnungsgerät, weil wenn ich das im Kampf benutze, dann sterbe ich da dran. Das geht nur in die Hose, das lassen wir lieber. Aber vielleicht zum Geheimräume öffnen könnte das ganz sinnvoll sein. Hier oben zum Beispiel könnte theoretisch eins sein. Ist sogar. Guck mal. Für sowas kann man das nämlich dann ganz gut gebrauchen. Zwei Bomben immerhin. Um möglicherweise auch, um andere Sachen aufzusprengen. Zumindest die Möglichkeit zu haben, alle zwei Räume irgendwas zu sprengen, ist ja ganz sinnvoll. Warum schieße ich gerade auf das... Strange. Ja, würde sagen, Regenbogen. Einmal wunderschön den Regenbogen angemacht. So. Oh Gott. Die Schüsse von denen sind so schnell, das gefällt mir nicht. Das ist echt auch gefährlich. Muss immer in Bewegung bleiben am besten, damit die einen nicht so treffen. Weil die können ja auch von überall kommen. Das ist echt nicht schön.
Ein Schlüssel und Geld. Fällt mir. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Geht weg. Geht einfach weg. Geht alle weg. Oh Gott. Ich hasse diese komischen Fliegen, die im Kreis fahren. Noch nicht genug Geld für den Shop, ne? Nicht, dass sich das lohnen würde. Schade, den letzten habe ich nicht mehr erwischt, aber ich glaube, das hat sich definitiv gelohnt mit der Doctor's Remote hier in dem Raum. So. Oh, der Crystal Ball. Nö. Gibt ja komische Seelenherzen, macht aber dafür einmal die Karte quasi, aber ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist. Könnt natürlich jetzt sagen, je mehr ich unnötige Räume avoiden kann, desto besser durch die Karte, aber na, ich weiß es nicht. Kann ich so genau, ehrlich gesagt, gar nicht sagen. Hallo. Hallo. Was machst du da? Du machst komischen Müll. Weißt du das? Ich finde, du könntest den blauen Stein da aufsprengen. Das wäre cool eigentlich. Will er aber nicht. Ganz ehrlich, dann mache ich das jetzt mit der Doctor's Remote. Dann kriege ich gleich nämlich noch eine Aufladung wieder. Es ist leider doch nur ein blaues Herz drin, aber hey. So, wir kriegen noch eine Aufladung, bevor wir zum... Ne, tun wir nicht. Verdammt. Zum Boss gehen, wollte ich sagen. Ist aber blöd, Fug. Schade. Ja, den Geheimraum suche ich nicht. Der kann hier überall sein. Dann lassen wir mal bleiben. Ja, zwei Bosse, ne? Direkt hintereinander. Für den zweiten Boss kriegen wir theoretisch noch eine Aufladung. Erstmal müssen wir aber... Oh Gott, und das ist der blöde Larry. Der fiese Larry. Der viel schlimmere Larry. Vielleicht soll ich erstmal den anderen töten, weil der ist halt nicht so schlimm. Der da. Oh Gott. Oh Gott. Für den könnte ich das theoretisch sogar wunderschön gebrauchen. Snizzle. Mensch. Oh oh, Mulibooms. Es will gerade echt gar nicht hier. Oh, guck mal, ein Little Brimstone.